1869 war für Paul Kromann das erfolgreichste Jahr. Nicht nur, dass es ihm gelungen ist, mit anderen zusammen die Sektion Wien des österreichischen Alpenvereins in den deutschen Alpenverein hineinzuhängen und damit den deutsch-österreichischen Alpenverein entstehen zu lassen. Er hat den Langkofel, die Dreischusterspitze und vor allem die große Zinne bestiegen. Ist zwar nicht der höchste Berg, aber das ist mein wichtigster Berg. 44 Jahre nach der Erstbesteigung der Zinnendirettissima ist ein Sologänger in dieser Route unterwegs. Alexander Huber klettert ohne Seilsicherung. Er klettert nur mit Magnesiabeutel und Kletterschuhen der heutigen Art ausgerüstet, free, solo und ohne jeden Kompromiss durch diese gewaltige Szenerie.